Ja, Kausalität. Das ist für uns eigentlich, wenn man es einfach zusammenfasst, wenn Unterschiede Unterschiede machen, also wenn wir beobachten, dass Unterschiede quasi zu Veränderungen führen. Die Frage ist nur, welche Art von Unterschieden betrachtet man? Und das Interessante daran ist, wenn man das ein bisschen charakterisiert, dass das wie so eine Art Leiter der Formen von Kausalität im Grunde genommen aufbaut. Ein Bild, was Judea Pearl geprägt hat. Und die Idee ist eigentlich ganz einfach, dass ich ja, wenn ich, ich kann ja einerseits zum Beispiel Veränderungen beobachten. Klassiker ist ja zum Beispiel, man beobachtet, dass die Eisverkäufe steigen und sinken. Und je nachdem, wie sie steigen oder sinken, sinken auch die Badeunterfälle. Das wäre eine klassische Assoziation. Das wäre dann so die unterste Ebene. Eine Ebene höher ist, wenn wir dann tatsächlich sagen, naja, gut, das haben wir jetzt beobachtet. Aber ist denn das wirklich strukturell da? Also heißt das wirklich, dass die Veränderungen zum Beispiel in den Eisverkäufen zu einer Veränderung in den Badeunfällen führen. Das wäre ja jetzt eine Hypothese. Und das ist dann immer diese zweite Stufe, dass wir nicht sagen, wir sind ja nicht nur passiv in dieser Welt, also wir können sie ja nicht nur beobachten, wir können die Welt ja auch in der Welt intervenieren. Und da wäre jetzt die einfache Idee für ein Design zum Beispiel, man tut einfach den Verkauf von Eis verbieten und guckt dann an, ob sich etwas ändert an den Badeunfällen. Vermutlich nicht. Das würde zumindest in dem Fall die Frage klären, ob es da eine kausale Zusammenhang gibt von der Richtung zumindest Eisverkauf in Richtung Badeunfälle. So, das heißt, wir haben also erstmal so zwei wesentliche Dinge. Also wir können beobachten, wir können intervenieren. Aber uns ist ja noch ein drittes Instrument gegeben, und zwar ist das unsere Vorstellung, unsere Imagination, dass wir uns vorstellen können, dass die Welt ja auch anders sein könnte. Und das führt dann eigentlich dann zu dieser dritten Ebene, dieser Begriff der kontrafaktischen Kausalität, dass wir uns fragen, wie wäre denn, auch wenn das jetzt so ist, wie wäre denn es gewesen, wenn es nicht so gewesen ist? Ein prominentes Beispiel ist zum Beispiel, wenn man kontrafaktische Formulierungen hat, wie wenn jetzt jemand an Corona erkrankt, also nicht geimpft ist, sich dann fragt, was wäre denn gewesen, wenn der oder diejenige geimpft gewesen wäre, wäre diejenige oder derjenige dann nicht erkrankt. Ja, das sind immer so etwas, auch im Deutschen immer etwas komplizierte Satzstellungen, aber die drücken eigentlich aus, dass man halt gegebene Variablen hat oder ein gegebenen Zustand der Welt und sich aber fragt, wie wäre denn das in einer anderen Welt? Das Problematische an Kontrafaktischen erkennt man ja sofort, es gibt immer nur diese eine Welt. Da muss man dann tatsächlich eigentlich sagen, da berührt es dann eigentlich schon ein bisschen metaphysische Gründe. Aber das ist jetzt kein Abbruch, sondern man kann durch bestimmte Annahmen zum Beispiel viele kontrafaktische Fragestellungen eben wieder zurückbringen auf, ich sag mal, auf einen beobachtbares Level. Ja? Wobei trotzdem viele Fragestellungen im Kontrafaktischen eben nicht abschließend beantwortet werden können. Und ja, und diese drei Dinge bilden dann also diese Leiter der kausalen Erkenntnis, wenn man so ein bisschen salopp sagen kann, Beobachtung, Intervention, Imagination. Ja, also machen wir mal ein Beispiel, um zu erklären, wie man diese Leiter quasi so ein bisschen erforschen kann. Zum Beispiel, was wir mal in der Bachelorarbeit hier behandelt haben, ist zum Beispiel das sogenannte Gender Pricing. Das ist die Idee, dass das ist einen direkten oder also direkten Effekt, wir kommen gleich darauf zu sprechen, darauf gibt, dass es abhängt vom Geschlecht, was man bezahlen muss für eine Dienstleistung, für ein Gut. Der Klassiker sind ja zum Beispiel Rasierklingen. Gleiches Produkt kostet für Frauen fast das Doppelte. Also den Bartrasierer für, oder diese Klingen für Männer sind, kosten nur die Hälfte von dem, was die für Frauen kosten, obwohl sie eigentlich exakt das gleiche Produkt darstellen. Wir haben uns aber was anderes gefragt. Wir haben uns das Gender Pricing angeschaut. Und jetzt kommen wir zum ersten Punkt. Wir haben eine Beobachtung gemacht. Und die Beobachtung ist folgendes: Geht man in einen Friseursalon, dann beobachtet man das folgende Phänomen, dass Frauen mehr zahlen müssen als Männer. Und die Frage ist, ist das eine Form von Diskriminierung? Und das Interessante an dem Begriff Diskriminierung ist, dass man da schon anfangen muss, auch ein bisschen über direkte und indirekte Effekte nachzudenken. Ja, es könnte jetzt sein, also wir haben erstmal die Beobachtung, es gibt eine Assoziation, Frauen zahlen mehr für Friseur als Männer. Die Frage ist aber, ist das jetzt wirklich, sagen, direkte Diskriminierung oder spielen da andere Gründe eine Rolle? Und da kommen wir dann eigentlich auf die zweite Ebene.
wo wir schon anfangen, so strukturell zu denken. Dass wir sagen halt, vielleicht gibt es ja deterministische Mechanismen, in die wir dann auch intervenieren könnten, um zu gucken, ja, warum es so ist, dass Frauen mehr zahlen beim Friseur. Und ein ganz simples Modell ist ja, dass man sagt, naja, Frauen haben vielleicht, es gibt eine Drittvariable, einen Mediator, die Haarlänge zum Beispiel oder die Aufwendigkeit oder wie aufwendig ist denn die Frisur? Und wenn man jetzt unterstellt, dass Frauen aufwendigere Frisuren haben, ist es dann auch sicherlich verständlich, dass dieser höhere Aufwand, den denn der Friseursalon hat, auch in einen höheren Preis resultiert. Und damit haben wir dann halt zwei Charakterisierungen. Wir haben einen direkten Pfad. Wir können sagen, es gibt sowas wie, wir können Diskriminierung beschreiben als eine direkte, als einen direkten Effekt. Und wir können aber sagen, es gibt sozusagen eine indirekte Diskriminierung, die wir aber eigentlich in dem Sinne nicht als ungerecht empfinden würden, wo wir sagen, naja, ist klar, wenn jemand eine aufwendigere Frisur hat und Frauen haben nun mal aufwendigere Frisuren im Mittel, dann ist es auch klar, dass sie im Mittel mehr zahlen müssen. Das könnte man tatsächlich dann, wenn man das Modell annimmt, könnten wir sogar in dem Fall ohne Intervention eigentlich ja, aus beobachtbaren Daten diesen direkten und diesen indirekten Effekt schätzen. Das ist dann sozusagen wirklich diese zweite Ebene, wo wir unterstellen, es gibt ein strukturelles Modell und wir können es in dem Fall sogar identifizieren. Das heißt, wir können es zurückführen auf Beobachtungen, ohne dass wir tatsächlich allzu, wir müssen noch nicht mehr intervenieren. Intervention, wo man vielleicht dann, wäre dann notwendig, wenn man versucht, tatsächlich ein bisschen eine kontrafaktische Frage zu beantworten. Das Interessante am strukturellen Modell ist ja immer eher an der strukturellen Kausalität, die sagen, auf dieser interventionalen Ebene lebt, ein bisschen auch, ist, dass sie sich eigentlich immer auf Gruppen bezieht. Aber oft hat man eigentlich sehr präzise Aussagen, Kausalitätsaussagen, die man beantworten möchte auf Individualebene. Man möchte fragen, wenn jetzt zum Beispiel diese Frau, die eine Frau mit den langen Haaren, jetzt in den Friseursalon gehen würde und kürzere Haare hätte, aber trotzdem dasselbe zahlen würde, dann wäre das ja auch schon ein direkter Ausdruck dafür, dass es eine Diskriminierung gibt. Ja, das heißt, das wäre so eine Art statistische Diskriminierung. Da wäre die Frau tatsächlich aufgrund, dass sie einer Klasse von Menschen angehört, die einen höheren Preis zahlen müssen, die aufwendigere Haare haben, meinetwegen Schnitt, wird sie trotzdem, muss sie auch den Preis mitzahlen. Ja, das wäre zum Beispiel eine Forschungsdesign, da müsste man dann einfach dieselbe Person einmal mit kurzen und langen Haaren in den Friseursalon schicken. Und da merkt man aber auch, da fängt es dann wirklich an, schwierig also zu werden. Also diese kontrafaktischen Fragestellungen, die wirklich sich nicht ganz so leicht durch interventionale Strukturen erklären lassen, zu realisieren. Weil bei einem kontrafaktischen Setting haben wir immer die Schwierigkeit, wir müssen uns ja zwei Welten eigentlich vorstellen und sagen uns, die Differenz zwischen diesen beiden Welten, die macht ja den Effekt aus. Klassischerweise lösen wir das ja normaler, können wir das ja nicht. Wir können ja nicht dieselbe Person zweimal durch die Zeit am selben Raumzeitort durchlaufen lassen, wenn man so möchte. Und deswegen brauchen wir ja immer so eine Art kontrafaktisches Substitut. Ja, das ist ja die klassische Idee, dass man zum Beispiel sagt, man nimmt zum Beispiel Zwillingspärchen oder man nimmt dieselbe Person und lässt die zweimal erscheinen, zwar zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und das ist eigentlich die hohe Kunst des Experiments oder des experimentellen Designs, zu versuchen, eigentlich etwas zu erreichen, was man eigentlich per Definition nicht erreichen kann, ein kontrafaktisches Zwillingspaar immer zu konstruieren. Also wir haben einen scharfen Fokus darauf, dass wir diese beiden Kategorien halt erkennen, wie wir halt in der Welt quasi Erkenntnis über die Welt gewinnen können. Und die grundlegende Idee ist ja, dass wir wirklich sagen, Experimente klären eigentlich erstmal die Kausalstruktur auf einer qualitativen Level. Das Interessante daran ist, dass das vielen gar nicht bewusst ist, aber Experimente können aber noch nicht eigentlich die Relevanz von kausalen Effekten erläutern oder bestimmen. Experimente, die wir also zumindest in der Sozialforschung durchführen, dienen eigentlich erstmal wirklich dazu, diese qualitative Kausalstruktur zu klären. Also in welche Richtung geht was? Was ist irrelevant? Was kann, ja? Und das Interessante ist aber, das bedeutet noch nicht, dass wir dann sagen können, dass die kausalen Effekte an sich relevant sind. Weil Experimente, dadurch, dass wir ja intervenieren in Experimenten, bestimmen wir ja, wie groß eine Variation ist. Ja, wir variieren etwas. Klassisches Beispiel, wir provozieren jemanden, wir machen Verhaltensforschung, wir provozieren jemanden, variieren die Art und Weise der Provokation und gucken dann, wie derjenige oder diejenige reagiert. Da bestimmen wir aber die Variation und das Level der Provokation.
So, wenn wir das aber machen, können wir feststellen, ja, da gibt es einen kausalen Mechanismus. Aber das Interessante daran ist, das klärt aber noch nicht, wie stark ist eigentlich der tatsächliche kausale Effekt. Weil tatsächlich, damit meine ich ja, wenn er in der Wirklichkeit wirkt. Und da muss ich dann tatsächlich wieder zurückkehren mit demselben Setting, mit meiner Kausalstruktur und dann weiß ich, wie die Richtungspfeile sind, muss dann aber tatsächlich aus Beobachtungsdaten eigentlich in meinen Augen die eigentlichen kausalen Effekte dann quantifizieren in ihrem Ausmaß. Was ich damit sagen möchte, ist, dass es halt schon ein Wechselspiel gibt zwischen Beobachtung und Experiment. Experimente dienen dazu, die Kausalstruktur zu klären, während Beobachtung eigentlich dann hilft, die eigentlichen kausalen Effekte in ihrer Magnitude, ihren Ausmaß dann zu beschreiben. Ja, also im Idealfall ist es also dann ein bisschen der Arbeitsfluss so, wir machen die Beobachtung eines Phänomens, einer Assoziation, Schlussfolgerung, stellen eine Kausalitätshypothese auf, testen die mit einem Experiment und kehren dann, wenn sie dann bestätigt ist, oder wenn sie natürlich nicht bestätigt ist, müssen wir nichts mehr machen, aber wenn sie bestätigt ist, kehren wir zurück und versuchen aufgrund von Beobachtungen abzuschätzen, wie groß die kausalen Effekte sind. Ja? Das ist so ein bisschen, erinnert das übrigens daran, dass in der experimentellen Literatur wird oft gesagt, man soll ja für seine Effekte Effektgrößen angeben. Das macht aber eigentlich gar keinen Sinn, weil diese Effektgrößen versuchen ja eigentlich Effekte bezüglich natürlicher Variation zu bewerten. Und ich habe in Experimenten normalerweise keine natürliche Variation.